Sie kommen das könnte natürlich auch sein. Guck mal, jetzt versuchen sich beide so ein bisschen anzunähern, aber sie trauen sich nicht. Sie gönnen sich nichts. Sie gönnen sich nichts. Sie Jo, hallo, Servus und Habe die Ehre. Ihr seht jetzt gleich das zweitbeste Spiel beim ersten großen Mr. Koala Bands zum Skyward 2 Turnier. Ich dachte mir, die meiner Meinung nach zwei besten Spiele werde ich hier auf YouTube hochladen. Und im Anschluss gibt es noch eine Analyse mit mir und Mr. Timme, wo wir das ganze Spiel nochmal auseinandernehmen und Tim ein paar Worte zu den ganzen Spielereignissen erzählt. Also das hier ist wirklich schon die Creme de la Creme vom Garden Warfare 2, von meinem Garden Warfare 2 Turnier. Das ist wirklich meiner Meinung nach eines der besten Spiele. Und es kommt aber, ich glaube morgen oder übermorgen, das meiner Meinung nach beste Spiel. Das ist aber nicht das Finale, das ist das zweite Halbfinale. Das hier ist jetzt das letzte Viertelfinalspiel und die Tage kommt nachher das letzte Halbfinalspiel. Und ja, wenn ihr aber das komplette Turnier sehen wollt und beim Stream nicht dabei sein konntet, könnt ihr wirklich das komplette Turnier euch noch anschauen, dauert um die 5 Stunden. Und zwar bei Mr. Catfish auf dem YouTube-Kanal, der hat wirklich das komplette Turnier hochgeladen. Ich verlinke euch mal seinen Kanal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr aufklicken, vielleicht abonnieren, da werden auch immer die ganzen Livestreams hochgeladen. Und wie gesagt, das komplette erste Mr. Koala Garden Warfare 2 Turnier. Hier spielt auf alle Fälle jetzt mal 7 Tante gegen HBSC Freak, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Und auch viel Spaß bei der Analyse. Bis dann und ciao. Gut, los geht's. Das letzte Viertelfinalspiel. Ich bin gespannt. Das letzte Viertelfinalspiel, bevor es in das große Halbfinale geht. Siebentante spielt einen Mais. Ich schaue schnell mal. Es ist der Mafia-Mais. Gegen einen Wicht. Und zwar gegen den Pylonenwicht. Alter, die ist genau Déjà-vu. Wow. Das Spiel haben wir schon einmal gesehen und das ist ausgegangen. Kein zweites. Also der Gegner ist nicht für den Mais. Genau, also damals hat Pylonenwicht gewonnen und der Mafia-Mais hat sogar verlassen. Also das Spiel wurde aufgehängt worden. Genau. Oh, die treffen sich beide im Tunnel, aber er springt raus. Er springt sicherheitshalber raus, weil er weiß, das ist zu eng für ihn. Die spielen beide eher sehr defensiv. Das ist halt wieder echt so ein echt total massiv defensives Spiel. Ist auch manchmal interessant zu sehen. Mhm. Naja, als Pylonenwicht musst du extrem genau treffen. Wenn es um ein 1 gegen 1 geht. Ja, wohl, da würde ich eher ein bisschen näher rangehen, weil bis jetzt sieht es ja nicht so gut aus. Oh, jetzt hat er ihn. Und er zerstört ihn. Er hat Hüpfer. Okay, der Bubble. Ich hätte gedacht, dass Pylonenwicht jetzt gewinnt. Hätte ich gedacht. Ja, ich dachte jetzt auch, das wird jetzt der erste Schlag für HBSC. Das ist natürlich jetzt echt sehr interessant gewesen. Da haben jetzt, glaube ich, alle gedacht, dass das ganz anders ausgehen wird. Komme ich da rauf? Ich weiß 7 nicht. Tante spielt gerade wieder sehr defensiv hinten. Also 7 Tante ist auf der Pflanzenseite, genau. Genau, und HBSC ist unser kleiner Pylonwicht. Er nutzt diese kleinen, schnellen Wendungen. Oh. Da hat er ihn geholt. Der war jetzt 2:1 für 7 Tante. Hat HBSC nicht beim letzten Spiel so stark zerstört? Ich glaube schon, ja, oder? Ja, das war gegen Lucky Brains. War das gegen Lucky Brains? Okay. Das war, meine ich, gegen Lucky Brains. Der hatte da auch schon den Pylonenwicht. Und da war das genau dieselbe Ausstellung. Mafia Mais gegen den Pylonenwicht. Aber da hat er mit dem Pylonenwicht, glaube ich, ein bisschen besser gespielt als jetzt. Oder der Mafia Mais ist besser. Das könnte natürlich auch sein. Guck mal, jetzt versuchen sich beide so ein bisschen anzunähern, aber sie trauen sich nicht. Sie gönnen sich nichts. Sie gönnen sich nichts. Sie merken einfach, es geht um alles jetzt. Setz doch deine Er hätte seine Bubble setzen sollen. Ja. Das muss ich jetzt einfach sagen. HBSC hat jetzt wirklich da sich seinen Grab selbst geschaufelt. Ja, stimmt.
Oh, er ist im Mech. Es steht er ist im Pylone 3 zu 0, das ist natürlich hart. Er ist im Pylone Mech. Aber ich muss nur sagen, 7 Tante mit seinem Level 2907 gegen einen 584er, das ist halt wieder dieser alte Hase gegen Frischfleisch, ne? Oh, er machte einen großen Fehler. Er machte da einen ganz großen Fehler. Ja, er setzt die ganzen Minen auf einen Haufen. Das macht man nicht. Das ist so unnötig. Nie gute Entscheidung. Aber jetzt könnte das der Tod für 7 Tante sein. Er läuft ganz gekonnt vorbei. Und er hat ihn! Er hat ihn! Oh, ich Trottel, bin da reingelaufen. Achso, ich denke mir gerade, ich hatte 2 gekillt. Also ein Kill für HBSC muss abgezogen werden. Ein Kill muss abgezogen werden, okay. Weil ich das bin heißt, reingelaufen. Steht, ich habe da eben gerade nicht so ganz drauf geachtet. Steht 1 zu 3 noch immer? 3 zu 1. Okay. 3 zu 1 noch. Da müssen wir jetzt natürlich echt aufpassen, dass wir da nicht in die Minen mit reindabbeln. Mhm. Aber diese alle auf einen Haufen zu setzen, ist nicht so clever. Ein bisschen mehr verteilen. Also Chancen steht weiterhin 3 zu 1 für 7 Tante. 7 Tante versucht sich ein bisschen aus der Entfernung anzunähern. Ich sehe aber auch aktuell HBSC nicht mehr. Doch, das ist bei mir hier. Oh, er verlagert das Spiel nach hinten und setzt Minen jetzt doch ein bisschen verstreuter. Das könnte ganz gut sein. Vor allen Dingen, wenn das so ein schneller Gefechtswechsel sein wird. Wie wir ja schon öfter jetzt gesehen haben. Ja, er stellt sich trotzdem mitten auf den Weg hin. 7 Tante weiterhin sehr defensiv. Oh, sie kommen sich glaube ich näher, oder? Nein, doch nicht. Nee, 7 Tante bleibt weiterhin hier hinten. Da ist oben, ich sehe ihn. Und hier sind sie. Er hat sein Mech verlassen. Jetzt kommen sie aufeinander zu. Er ist ausgewichen. Er setzt seine Bubble wieder nicht. Wieso setzt er seine Bubble nicht? Ja, schafft es so. Aber er holt ihn trotzdem. Er schafft es so. Es steht 3 zu 2. Das 3, was hier ist, das stimmt nicht. 3 zu 1. Er hat ja einen Kill mehr bekommen, als er sich... Wieso? Nein, 3 zu 2. 3 zu 2, stimmt. Sorry. Oh, es steht 3 zu 2. Die ersten 5 Minuten sind um. Die Hälfte der Spielzeit... Momentan ist... 7 Tante hat gewechselt. 7 Tante ist ein Schnapper. Was für ein Schnapper? Er ist der Einhornschnapper. Er ist der Einhornschnapper. Oh, jetzt gehen hier alle Prestigen. Oh ja, eine Schnappe gegen Wicht ist immer schlecht. Könnte sich gern mehr beteiligen. Oh, das könnte interessant werden. Das könnte sehr interessant werden. Ich komme nicht hinterher, ich gebe Gas. Und er hat ihn in der Bubble, Er hat ihn reingeschleppt. Schafft er noch? Er trifft einfach er hat ihn sogar mit dem Kraut noch geholt. Ganz lässig. 4 zu 2 für 7 Tanzer. Ganz easy. Aber viel Leben hat er nicht mehr. Und er muss, ich wollte gerade sagen, er muss ganz doll aufpassen. Da liegen noch Minen. So, jetzt bin ich natürlich massiv gespannt, ob es da einen Wechsel gibt von der HBSC-Seite wird nicht gewechselt. Er spielt weiterhin den Pylonenlicht. 7 Tante ist jetzt ziemlich schlau, spielt sehr defensiv jetzt. Er hat ja den Sieg sicher. Er muss jetzt nur noch ein bisschen defensiv spielen. Braucht nur aufpassen, dass er ihn nicht mehr erwischt. Da wäre ich jetzt fast in die Mine reingelaufen. Oh, ich sehe beide im Moment. Kommt darauf. Der Schnapp ist bei mir. Jetzt kommen beide in der Bubble zu. Er ist in der Gravitationsgranate. Er trifft ihn einfach nicht. Er trifft ihn nicht. Oh doch, aber er hat ihn getroffen. Trotzdem. Es steht 3 zu 3, nee, 4 zu 3. Es sind noch 2 Minuten 45 zu spielen. Also, das ist wirklich. Er hat den Mech gerufen. Er hat den Mech. Oh. Jetzt sieht das ganz schlecht aus für 7 Tante. Das könnte jetzt wirklich so. Und das wird zu einem Ausgleich führen. Die beiden treffen aufeinander. Er ist aber vergraben. Er haut ab. Er hat sich da einen schönen Köpfler in die Grube gemacht und hat sich vergraben. Und wo ist er jetzt? Ich sehe ihn. Das ist jetzt die große Frage. Wo ist 7 Tante? Ich glaube, er hat sich. Ist 7 Tante. Ich sehe ihn. Wo? Die beiden treffen gleich aufeinander. Sie sind. Oh, ich will die ganzen Minen so auf aufpassen. Er kommt von oben runter gehüpft. Sie laufen aneinander vorbei. Ich sehe ihn auch nicht gerade. Der Schnapper ist bei mir hier. Ich habe sie ja beide in der Freundesliste, deswegen sehe ich sie immer ganz gut. 7 Tante ist verunsichert. Er weiß nicht, wie er machen soll.
agiert jetzt sehr und defensiv. Und HBSC findet ihn nicht. Und HBSC findet ihn nicht. Er ist schlau, er geht defensiv. Er weiß, er kann nicht ewig im Mech bleiben. Und die Mech-Zeit rückt halt immer näher dem Ende entgegen. Und die Spielzeit auch. 1 Minute 30 noch circa zu spielen. Also es könnte noch ein Unentschieden daraus werden. Es könnte ein Unentschieden werden. Er findet ihn einfach nicht. Er findet ihn nicht. Ich muss sagen, ich finde ihn auch gerade auch nicht. Jetzt ist er raus aus dem Mech. Ich sehe sieben Tante, er ist aus dieser. Da! Er hat sich vergraben. Er vergräbt sich. Er hat die Mine ausgelöst. Er hat immer nichts gemacht. Und wo ist er jetzt? Oh, wo ist der Wicht? Wo sind die beiden? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe jetzt nur noch die Schnappe wieder. Oh, da hinten sehe ich seinen. Ja, ich sehe auch. Er hüpft hier hinten rum. Die wollen sich einfach nicht treffen. Die melden sich nicht. Er hüpft extrem viel rum, aber es sind auch nur noch 40 Sekunden. Er kommt. Er vergraben und er hat ihn. Er hat ihn in der Bubble. Und es steht 4:4. 4:4. Jetzt geht's in die Verlängerung. Jetzt geht's gleich in die Verlängerung. Es geht in die Verlängerung. Oh mein Gott. Das ist das erste Spiel mit Verlängerung. Ich denke mal, dass der nächste Kill gewinnt. 20 Sekunden. Der nächste Kill wird zählen. Der wird gewinnen. Das Spiel wird nicht wie üblich nach den üblichen 10 Minuten Spielzeit beendet, sondern der nächste Kill gewinnt. Es ist jetzt der Fall, dass es ein Unentschieden ist. Der nächste Kill zählt. Es wird jetzt so lange gespielt, bis der nächste Kill kommt. So zum Thema Takte Golden Goal oder wie? So in der Richtung. Golden genau, jetzt wird es okay, nach jetzt der Golden Goal Regel gespielt. Oh mein Gott. Er ist gefangen. Er ist gefangen. Wir sind alle drei gefangen. Oh. Er muss aufpassen. Er hat jetzt überall Stachelkraut gelegt. Oh mein Gott. Und er ist vergraben. Hol ihn weg! Nein, er springt zu viel. Er hat ihn genommen. Und er ist gewonnen und hat sieben Tante. Gewinnt das Spiel. Ganz, ganz, ganz knapp. Wow. Wow. So, wir sahen gerade ein wirklich hervorragendes Spiel von 7Tante und HBSC, wo am Ende einige große Fehler passiert sind. Ich habe hier mir jetzt den großartigen Mr. Tim eingeladen, Coach und Analytiker von den Gentle Plans. Und wir fragen jetzt mal den Experten, was haben Sie von den Leistungen dieser zwei Kontrahenten gehalten? Ja, also wir haben ja hier dieses Viertelfinale gesehen zwischen den beiden Kontrahenten. Um anzufangen, würde ich mit der Charakterwahl beginnen, und zwar hat HBSC, der hat im Laufe des Turniers immer nur einen Charakter gespielt, und zwar den Pylonenwicht. Genau, auf der Zombie-Seite. Das ist meiner Meinung nach, Pylonenwicht ist an sich eine gute 1 gegen 1 Klasse, wenn man nicht gegen eine Zitrun spielt. Aber in diesem Fall hat 7Tante keine Zitrun gewählt, also ist meiner Schlussfolgerung nach der Wicht eine sehr gute Wahl gewesen. Und 7Tante hat angefangen mit dem Mafia-Mais. In der Theorie ist es so, dass der Wicht eigentlich den Mafia-Mais besiegen sollte, sobald er in der Bubble ist. Weil der Mafia-Mais hat keinen Splash mit seinen Fähigkeiten, also mit seinem Angriff. Das heißt, der Wicht kann seine Stärke ausnutzen, und zwar das permanente Rumspringen, ohne getroffen zu werden. Allerdings ist das nur die Theorie. Und in der Praxis sah es dann anders aus. Zwar bei der nach 1,5 Minuten bereits. Ist HBSC Freak im 1 gegen 1 gestorben, und zwar durch einen Hülsenhüpferangriff, obwohl er in der Bubble gefangen war, aber er hat sich ziemlich unglücklich direkt unter ihm positioniert, was dann natürlich zum extrem hohen Splash, also hohen Schaden und hohen Splash-Radius des Hülsenhüpfers geführt hat, dass er halt gestorben ist. Und genau dasselbe hatten wir auch dann nach 2 Minuten und 20 Sekunden. Er hat Hülsenhüpfer aktiviert. Und er hat sich einfach direkt darunter gestellt. Und das ist halt tödlich als Wicht mit nur 75 HP. Ich weiß nicht, über 75 oder 85 HP hatte. Wir wissen ja nicht, was für Upgrades er benutzt hat. Und genau dasselbe ist dann auch nach 3 Minuten passiert. Also nach 3 Minuten, dreimal ist er durch denselben Fehler gestorben. Und zwar sich unter einem Hülsenhüpfer zu positionieren. Also hat er mehr oder weniger gesagt öfters den gleichen Fehler gemacht. Zum Beispiel auch beim Pylonen-Mech hat er immer die ganzen Mine auf einen Fleck gelegt. Was auch das wirklich nicht sehr gut war. Ja, da kann man natürlich auf der Map variieren, hinter irgendwelche Hindernisse stellen, dass man da reinhüpft. Das ist natürlich auch gut. Mhm. Aber dann konnte er den Mech rufen, und dann war bei Minute 3:50 ein direkter Schlagabtausch, also ein 1 gegen 1. Und da hat der Mech mit seinen 300 HP natürlich die Nase vorn. Vor allem, wenn
der Pylon, also der Mafia-Meister in dem Fall, seinen Hülsenhüpfer nicht aktiviert hat, dann zerlegt er mit seinem Splash und seiner Feuerrate der Wicht halt einfach komplett. Was? Dann, gut, wir haben jetzt viel über HBSC geredet, über den Pylonen. Was halten Sie von Siebentantes Leistung? Er hat ja am Anfang mit Mafia-Meister gespielt, später ist er noch auf die Schnapper gewechselt. Wie schätzen Sie seine Leistung ein? Ja, also die Anfangsleistung, die war natürlich stark mit dem Hülsenhüpfer, der hat die Limits gekannt von dem Splash, das war ziemlich gut, aber dann der Wechsel auf den Schnapper, der hat mir eher, also das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Er hat am Anfang natürlich, hat er den Schleim getroffen und konnte natürlich hin. Aber wenn er die Bubble, also dann hat HBSC auch öfters die Bubble getroffen und dann konnte er natürlich, weil er ist ja Pylon Main, das ist ja allseits bekannt, konnte er natürlich in der Bubble einfach direkte Treffer geben und direkte Treffer in den Salven ist einfach tödlich, vor allem wenn sich der Schnapper nicht wehren kann. Und so hat dann HBSC auch einige Kills gut gemacht durch eben diese Mechanik, dass der Schnapper einfach nicht in Reichweite gekommen ist. Und da hat man natürlich, das war dann eine unglückliche Charakterwahl meiner Meinung nach. Am Ende hat man aber gesehen auch, Siebentante hätte eigentlich gewonnen, das Spiel ist in die Verlängerung gegangen, Siebentante hätte gewonnen. Nur hat er leider auch in der ganzen Hektik einen dritten Charakter gewählt. Was sagen Sie zu diesem kleinen Fehltritt? Ja, also das ist natürlich äußerst ärgerlich, zumal es wieder ein Schnapper war, das heißt, er hätte dasselbe eigentlich auch, obwohl, ja, er hätte eigentlich dasselbe mit dem Einhorn-Schnapper auch machen können. Das heißt, er hätte das eigentlich gewinnen müssen, aber wahrscheinlich war er so aufgeregt oder, weil ich kenne das ja aus, ich war ja 3 Jahre in der Pro-Szene aktiv, da kriegst du schwitzige Hände und dein Puls geht hoch und dann kann es halt mal sein, dass du beim Respawn aus Versehen einen falschen Charakter nimmst und das ist dem guten Herrn Siebentante jetzt leider passiert. Das kann man auch nicht rückgängig machen, aber ich meine, im Viertelfinale des weltbedeutendsten Garden Warfare Cups ist das natürlich nicht sonderlich optimal. Da müsste er sich, falls er demnächst wieder antreten wird, sich qualifizieren wird, an seiner schwitzigen Hände arbeiten, vielleicht ein Handtuch nehmen oder vielleicht ein bisschen den Puls lockern, ein bisschen ruhiger bleiben generell. Okay. Gut, haben Sie noch abschließende Worte zu diesem wirklich sehr, sehr schönen und vor allem am Ende sehr spannenden Turnier? Also das Turnier, das, oder meinst du das? Oder besser gesagt, der Runde, Turnier, die Runde, die Match. Das, ja. die also Runde. Ich fand die Runde extrem amüsant, vor allem, weil es immer Spaß macht, HBSC fliegt auf seinem gefürchteten Pylon zuzuschauen. Er kannte die Limits, er hat wirklich, man kann in den Replays schön sehen, wie er sich natürlich mit dem Raketenboost immer schön seitlich bewegt hat, immer schön ausgewichen ist. Siebentante hat am Anfang halt den 3-Kill-Vorsprung mit guten Aktionen gemacht, aber dann leider rausgeflogen. Also mein herzliches Beileid an 7 hier. Aber ich war es ein sehr unterhaltsames und sehenswertes Match. Okay. Wem hätten Sie jetzt, abschließende Frage noch, wem hätten Sie es mehr gegönnt, 7-Tante oder HBSC? Den Sieg? Ich muss, also das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, ich gönne dem Sieg HBSC Freak, allein weil mit dem Pylon, da muss man extrem gut umgehen können, um in so einem 1 gegen 1 da als Sieger rauszugehen. Und das hat er ja auch geschafft, wenn auch durch einen Fehler von Siebentante, aber ich gönne ihm das, weil ich selbst weiß, also Wichte spielen, da muss man schon, da kommt es auf die Mikromechanics an und die hat er eindeutig bewiesen und deswegen gönne ich ihm diesen Sieg. Okay. Passt. Dann bedanke ich mich für dieses abschließende Interview. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.